Staffelbord, der Kreuzfahrtklassiker, einfach Scheiben schießen, also mit seinem Stock, nicht mit dem Gewehr schieben. Und für den Hinterkopf, Paul, gewinnst du das nächste Spiel, bist du in der Gesamtwertung vorn, es wäre dein dritter Sieg und dann kommst du langsam in die Kategorie, wo man überlegen kann, dann noch eins, dann bist du in dem Bereich, wo du vielleicht am Ende von Show 4 ja zu den beiden Besten gehörst und eine reelle Chance hast, um 100.000 Euro im großen Finale zu spielen. Nicht vergessen, ne? Shuffleboard kann jeder. Oder nehme ich das Geld? Nein. Ich bin echt so ein Sicherheitstyp eigentlich, ne? Ja. Weißt du, lieber... Herr Paul, jetzt mal ohne Flachs. Shuffleboard, da hast du gegen jeden da eine Chance. Das schwöre ich dir. Gegen jeden. Was ist das Shuffleboard? Kenn ich auch nicht. Willst du spielen, Lilly? Du musst es aussuchen. Ey, du kannst mich ja nicht fragen, das ist deine Entscheidung. Ja. Das ist Seniorensport. Buschi und ich machen das jedes Wochenende. Ja. Aber nicht auf dem Kreuzfahrtschiff. Ja, dann spiele ich gegen Lilly. So. Ja. Lilly Paul Roncalli. 2020 gemeinsam mit Massimo Sinato die 13. Staffel bei Let's Dance gewonnen, ist die jüngste Tochter, das wissen die meisten von Ihnen und euch, des Zirkuschefs Bernhard Paul, Gründer und Direktor vom Zirkus Roncalli. Und sie ist biegsam bis zum geht nicht mehr, bringt ihr bei Shuffleboard nichts. Nee, tatsächlich, weil dieses Spiel hat nicht viel mit Kraft, nicht viel mit Ausdauer oder auch vielleicht mit Körperkunst in Anführungszeichen zu tun. Es ist ein bisschen Glück, viel Fingerfertigkeit und irgendwann eine Lernkurve. Das ist ganz wichtig. Da wird Buschi wahrscheinlich gleich, während das Spiel läuft, einiges zu sagen. Weil man kann, während das Spiel läuft, lernen, wie es eigentlich funktioniert und wie man es machen soll. Wir können schon mal vorgehen. Ich hole auch mal schon den Schiedsrichter rein. Dieter Husmann. Und vielleicht für Sie und euch zu Hause. Das ist übrigens auch ein schönes Spiel, wo es gar keine Diskussion geben kann und darf. Ist ein Mann im Vorteil, ist eine Frau im Vorteil. Hallo? Da ist absolute Chancengleichheit. Die Geschicktere, der Geschicktere wird dieses Spiel für sich entscheiden. Ja, der Dieter, der weiß, wie es geht. Erst die Dame begrüßen, vollkommen richtig. Und er weiß nicht nur als Schiedsrichter, wie dieses Spiel funktioniert, sondern 2022 mit seinem Team auch Weltmeister im Shuffleboard. Zeig's euch gleich. Ich erkläre euch die Grundregeln. Für alle weiteren Fragen ist Dieter zuständig. Also, ihr müsst eure 4 Scheiben in den Punktefeldern platzieren. Wird eine Linie berührt, zählt die Scheibe nicht. Außer die Mittellinie im -10-Feld. Gleich. Ich lese erstmal und dann zeigen wir das euch. Ihr spielt immer abwechselnd eine Scheibe. Scheibe dürfen auch angestoßen und rausgeschubst werden. Wer in einem Durchgang mehr Punkte hat, gewinnt den Durchgang. Bei Gleichstand gewinnt keiner den Durchgang. Wer als Erster oder Erste 2 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Hatten wir uns geeinigt? Rot hat die gelben Scheiben. Jetzt zu den Fragen. Dieter, wie ist das jetzt mit den Linien und mit den Punkten? Genau. Punkte sind nur dann gültig, wenn die Scheibe ganz im Feld ist. Sobald die irgendeine Linie berührt, zählt die nicht. Bleibt aber im Spiel. Ja, einzige Ausnahme ist drüben im Ziel dieses komische umgedrehte V. Wenn die Scheibe da drauf ist, ist es trotzdem eine -10. Ihr seht hier, wir haben also +10. Ist schlecht, ne? -10 ist schlecht. Scheiße. +10, 8, 7, 7, -10 und hier auch. Das ganze Feld ist -10 da drüben. Genau, ihr müsst also darüber schieben, nicht hier, sondern da drüben. Da ihr müsst ihr drüber schieben. Jeder auf seiner Seite abschießen. Drüben dürft ihr auf dem ganzen Feld ins Ziel schießen. Ihr müsst mein Feld ist da drüben. Genau. Beide Felder. Ihr spielt beide auf das Feld. Ah, okay. Ihr müsst mindestens diese zweite durchgezogene Linie berühren, ansonsten wird die Scheibe rausgenommen. Mhm. Ihr könnt euch auch gegenseitig rausschießen. Ganz ne? Genau. Das ist die Geschichte. Ne? Wie bei Mensch ärgere dich nicht, das macht am meisten Spaß. Eine Hand nur? Eine Hand nur. Ist kein Wesen. Also ganz kurz, okay. Paul, ist relativ einfach. Wer nach jeweils 4 Scheiben mehr Punkte erspielt hat, gewinnt einen Durchgang. Wer zuerst 2 Durchgänge gewonnen hat, verstanden. Gewinnt das Spiel. Jo.
Janke, dass wir einen Schiedsrichter haben, legt jetzt vor mit seiner ersten schwarzen Scheibe. Ah! Oh, oh, oh! Minus 10. Da hat er sich ein Ei ins Nest gelegt. So, und jetzt Lilly. Und Janke, ich habe es gerade angesprochen, hat die Chance, auf die 30.000 zu gehen, wenn er Shuffleboard gewinnt. Nochmal, wir sind hier am Anfang, 0-0 noch. Aber das heißt jetzt, würdest du den raushauen? Nein. Er ist kein Trainer, er ist Schiedsrichter. Du hast minus 10 und hast noch 3 Scheiben. Sehr gut, Dieter. Ja, aber das ist auch keine Atomphysik, wenn man ein bisschen nachdenkt jetzt, wie man sich verhalten sollte. Ja, vor allen Dingen ist er doch Bachelor. Hey, ja. Oh. Das ist keine Rose mehr, mein Lieber. So, jetzt, was macht Paul Janke? Er steht bei minus 10. Er legt vor und steht immer noch bei minus 10. Immer noch minus 10? Ja, das ist das Problem, wenn du zentral triffst, dann passiert genau das. Und jetzt, Lili, etwas mehr Schmackes. Ja. So, Lili bei 7, Paul bei minus 10. Geht der erste Durchgang hier an Lili, Paul, Roncalli oder gibt es eine Antwort vom Bachelor? Oh. Mann! Es gibt eine Antwort, aber keine gute. So, kann Lili das jetzt absichern? Lili? Ja. Bitte nicht die Linie berühren. Ach, Entschuldigung. Ja, da ist er streng. So, mit einer Hand. Mhm. Ah, das Gefühl ist da. Also bitte. Ja. So, Paul. Lili 15, Paul minus 10. Das geht schon noch, aber ist schwierig für Paul Janke. So. So, sie muss nur noch die Scheibe darüber schieben, sich nicht selbst da irgendwie rausmanövrieren und... Ja, das weiß sie selbst, komm. Und dann geht sie ja 1-0 in Führung. Einfach nur rüberschieben. Eine Hand und vorsichtig. Lili 7, Paul minus 10, 1-0 für Lili. Sehr schlau. So, Paul, hier liegen 30.000 Euro bereit für dich. Ne? Du liegst 0-1 hinten. Du musst die nächsten Durchgänge beide gewinnen, um auf 30.000 zu stellen. Das Schöne ist aber, wir sind hier wieder jetzt bei 0. Das wird also nicht addiert. Beide fangen bei 0 wieder an. Und Lilly hat die erste Scheibe. Der Touch von Lilly ist tatsächlich gut. Sie wirkt immer so ein bisschen unsicher und zurückhaltend, aber der Touch ist gut. Eine Hand. Ja. 7. Er ist wieder zu zentral. Er ist auf der Linie, zählt nicht. Wieder auf der Linie. Also jetzt so leicht stoßen und dann loslassen darf man. Gut. Ich frage nur nach, Dieter. Alles gut. Ja, und ich spüre den Druck bei Paul Janke. Das hätte ich so nicht erwartet. Eine Hand. Ja, aber gut gesichert, würde ich sagen. Wenn es Absicht war. So, jetzt ist der Druck wird größer für Paul Janke. Nochmal, er muss diesen Durchgang gewinnen. Zu viel Kraft. Immer noch 7-0 für Lilly. So, sie greift nach 10.000 Euro. Der ist. Ja, ich sag mal so, wenn es Absicht ist, ist es sensationell, weil dann kann man die 7 nicht
so einfach wegschubsen. Ja, sie kann aber vor allem Paul die 20 Mille, die er bisher hat, wegnehmen. Ja. Selbst sich auf 10 stellen. So, der ist, glaube ich, gut. Ja, jawohl. Das sind 8. Das ist die Führung in diesem Durchgang. Paul 8. Ganz knapp nicht an der Linie. So, was macht jetzt Lilly? Bitte innerhalb des Feldes bleiben. Und mit einer Hand, ne? Ja. So, ganz wichtige Scheibe. Na, die ist an der Linie. Die ist an der Linie. Es bleibt beim 7-8. So, und jetzt, Paul, du kannst nach Durchgängen ausgleichen. Aber und dann. Wenn ich jetzt vor der Linie ist auch egal, ne? Du musst die Scheibe nur spielen. Die Scheibe spielen, Paul Janke. Und wir haben ein 1-1 und gehen in den entscheidenden Durchgang. Janke 30.000 oder Lilly 10.000 nach dem folgenden Durchgang. So, Paul fängt an. Heißt für Lilly ein kleiner Vorteil, weil sie die letzte Scheibe immer hat. Und schon mal der Hinweis, wenn sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind zu Hause. Was ist das für ein Abend bisher? Nächste Woche Samstag, 20.15 Uhr hier bei RTL. Ausgabe 2 von Schlag den Besten. Sehen wir dann wieder Paul Janke? Marschiert der jetzt durch und gewinnt auch das letzte Spiel am heutigen Abend? Er muss erstmal diesen Durchgang gewinnen. Auf geht's. So, das sind die ersten 7 Punkte. Jetzt hat er sich so ein bisschen reingeschaffelt hier, Paul Janke, für die Antwort von Lee. Eine Hand. Ah, der ist fest. Der ist fest. Und war auch von der Richtung schwierig. Und jetzt, was macht jetzt Paul Janke? Also er ist dichter dran jetzt an den 30 Mille. Wie sagt man heute 30K? Zu locker. 7-0 weiterhin. Aber der liegt natürlich relativ zentral. Trotzdem, da ist noch viel Platz für Lilly. Alles möglich hier beim Shuffleboard. Wer diesen Durchgang gewinnt. Zu locker. So, und so langsam bauen sie da alles zu. Im Moment wäre das von Vorteil für Paul Janke. Seine dritte Scheibe. Ja, noch ist nichts passiert und er schimpft schon. Weiterhin 7-0. Letzte Scheibe von Lilly. Denk dran, Lilly, im Feld bleiben, eine Hand. Und jetzt ist alles ziemlich dicht. Jetzt ist alles ziemlich dicht. Und was macht jetzt Paul Janke? Ist das die Scheibe zu 30.000 Euro? Noch nicht, denn Lilly kann immer noch nachziehen. Aber wenn er jetzt gut spielt, nochmal gut platziert, dann schnuppert er aber heftig. Dann haben wir hier Geruchsfernsehen an 30.000 Euro. Ist er der erste große Macker bei Schlag den Besten? War nicht böse gemeint. Ich weiß. Oh, da müssen wir genau gucken. Der ist gut, 14-0. Wow. Es sieht sehr gut aus. Nee, Lilly. Lilly, jetzt guck mal genau hin und denk scharf nach. Das geht durchaus noch. Ja. Nee. Ich weiß nicht, was sie vorhat. Paul Janke steht bei 30.000 Euro.
Lilly in die Losers Lodge. Janke steht bei 30.000, hat 3 Siege auf dem Konto. Das kann noch von Bedeutung sein. Ja, Lilly haut schon ab. Vielen Dank, Lilly Paroncalli.